Normalerweise ist das Wochenende der Galerien ein Höhepunkt des Kunstjahres in Berlin und ein Ereignis mit großer Beteiligung aus dem Ausland. Wegen der Coronavirus-Pandemie geltender Reisebeschränkungen haben die Zahl der internationalen Gäste deutlich schrumpfen lassen. Doch die Menschen, die kommen, haben die Auswahl zwischen 50 teilnehmenden Kunstausstellungen, aber nur bei vorheriger Anmeldung. Unter halt diesen ganzen Maßnahmen, die man halt machen muss, täglich einen Test zeigen, ist das halt möglich in einem sehr reduzierten Rahmen von Zuschauern. Die Galerie ist ein sozialer Ort, wo Menschen sich treffen, aufeinander kommen und das ist das Gallery Weekend steht dafür. In Barcelona stellt das Maritimo Museum bis Ende September Werke des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher aus. Das Schaffen des 1972 verstorbenen Niederländers wurde unter anderem von Werbetreibenden sowie der Mode- und der Filmwelt aufgegriffen. Ein großer Teil von Eschers Kunst wurde von der Mathematik beeinflusst. Besonders die Kunst nach 1945, als die Mathematik während einer Tagung in Amsterdam mit Eschers Kunst in Berührung kam. Salvador Dalís Werke sind Gegenstand einer Ausstellung in der russischen Stadt Perm. Die meisten stammen aus der größten Privatsammlung des Landes. Die Ausstellung zeigt die Bandbreite des künstlerischen Schaffens des 1989 verstorbenen Spaniers, teilweise aufbereitet in Form von 3D-Darstellungen.